Inmitten der unendlichen Weiten des Universums erhebt sich der Gottesdienst wie eine Lotusblüte auf dem Wasser als eminenter Ausdruck der ästhetischen Vollkommenheit im Islam, als strahlendes Leuchtfeuer der Liebe. Wenn Allah seine Liebe zu den Menschen offenbart, dann spricht er sie mit den Worten mein Diener oder meine Diener an und verleiht ihnen so eine besondere, ehrenvolle Stellung in seinem Kosmos. Dienerschaft, liebe Brüder, ist ein Wort, das auf Unterwerfung und Folgsamkeit frei von Unzufriedenheit und Zwang hinweist. Es ist die Unterwerfung eines Liebenden, Zufriedenen und Hoffenden, dessen Brust sich vor Ehrfurcht, Sehnsucht und Verehrung für den Allerhöchsten öffnet. Daher können Taten nicht den Rang der Ibada erreichen, den Rang des Gottesdienstes erlangen, wenn ihnen Liebe, Wille und Wohlgefallen fehlen. Die Rechtsgelehrten erwähnen, dass wenn sich ein Reicher weigert, seine Zakat zu entrichten und man sie ihm mit Gewalt nehmen würde, dies würde zwar die rechtliche Forderung von ihm fallen lassen, das heißt, er muss sie nicht ein zweites Mal entrichten, aber es würde nicht das, was zwischen ihm und Allah ist, erfüllen. Denn Allahs Recht an der Tat ist das Gefühl der Gottesverehrung. Das heißt, die Zufriedenheit und die Liebe, die das Herz beim Verrichten der Tat begleiten soll. Das Wesen des Gottesdienstes, das Wesen der Ibadah ist also ein inneres Gefühl, noch bevor es eine körperliche Tat ist. Es ist ein Gefühl aus der Tiefe des Herzens, bevor es zu einem materiellen Ausdruck wird, verkörpert durch unsere Handlungen. Es ist keine Steuer, die man widerwillig entrichtet. Der Gottesdienst ist eher Sehnsucht als Furcht. Daher gehört der Begriff Diener zu den geliebten und tugendhaften Bezeichnungen bei Allah Azza wa Jalla und zu den besten Namen, mit denen man einen Menschen benennen kann. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Allah liebsten Namen sind Abdullah, Diener Allahs, und Abdurrahman, Diener des Allgütigen, des Barmherzigen. Und auch wenn du nicht mit diesem Namen bezeichnet worden bist, so ist es doch eine Tätigkeitsbezeichnung für dich. Es ist eine Tätigkeitsbezeichnung für jeden Muslim. Diener verleiht dem Menschen in Anbetracht dessen, dass er der Diener Allahs ist, verleiht er ihm Bedeutung, Sinn, er verleiht ihm Kraft, Widerstandsfähigkeit und Leben. Wie Allah Ta'ala sagt, meine Diener, über die du keine Macht hast. Der Diener erreicht die Stellung des geehrten Gastes in diesem Universum, die Stellung des hochrangigen Angestellten in Anführungsstrichen. Obwohl er gering und klein ist, ja beinahe nichts ist im Vergleich zum Universum und Kosmos. Und dies geschieht durch seine Erhebung zum Rang der Anrede, dich alleine beten wir an. Das heißt, seine Zuordnung zum Herrn des jüngsten Tages, dem Herrn der Welt. Und hier liegt die Prüfung des Menschen. Der Mensch hat zwei Naturen. Er hat eine irdische Natur, die ihn zum Niederen zieht. Und einen göttlichen Hauch, dessen Ziel es ist, dass er sich zum Himmel empor erhebt. Und ein Gelehrter sagte konzis, die Prüfung der Menschen ist, dass sie verpflichtet sind, zur höchsten Sphäre aufzusteigen, obwohl sie aus verächtlichem Lehm erschaffen wurden. Und das ist eines der vorrangigsten Ziele der Religion, nämlich die Knechtschaft des Menschen gegenüber Allah zu verwirklichen, zu realisieren. Oder wie es Shatibi es ausdrückte, den Verpflichteten von den Trieben seiner Seele abzubringen, sodass er Allahs freiwilliger Diener ist, so wie er bereits sein gezwungener Diener ist. Der Mensch hat im Koran drei Zuschreibungen. Und jede Zuschreibung hat ihren speziellen Namen. Manchmal wird er auf seine schöpferische Herkunft bezogen und dann als Mensch oder als Insan bezeichnet. Wie der Erhabene sagt, wir haben den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen, um ihn zu prüfen. Der Mensch als Mensch ist mit einem Vertrauen beladen und aufgefordert, seine Rolle in diesem Dasein zu erfüllen. Wie Allah Ta'ala sagt, meint etwa der Mensch, ihr benutzt hier wieder den Begriff Insan, meint etwa der Mensch, dass er sich selbst überlassen bleibt? Und manchmal wird er
auf seinen Vater Adam bezogen, als Ibn Adam bezeichnet, Sohn Adams, um ihn an seine menschliche Natur zu erinnern. Ein Name, der auf Willensschwäche und Vergesslichkeit hindeutet. Die dritte Zuschreibung, die im Koran vorkommt, nämlich, dass er Allah zugeschrieben wird, als Diener Allahs bezeichnet. Und das ist eine Ehre und Auszeichnung von unvergleichlicher Schönheit. Und daher kommt die Bezeichnung Dienerschaft, Knechtschaft, Diener Allahs oder Gleiches im Koran nur im Kontext von Frohbotschaft, Liebe und göttlichem Wohlgefallen vor. Nimm dir diese Verse als Beispiel. Allah Ta'ala sagt, und hier in diesen Versen wird ausschließlich das Wort meine Diener verwendet. Allah Ta'ala sagt, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, das ist ein Kontext, der von Liebe handelt, ein Kontext, der von Vertrauen handelt und von Nähe spricht. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, siehe, ich bin nah, ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft, so sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Das ist ein erstaunlicher Vers, denn er gießt in das Herz des Gläubigen süße Sanftheit, vertraute Zuneigung, beruhigendes Wohlgefallen, Vertrauen und Gewissheit. Und der Gläubige lebt daraus in zufriedener Nähe und vertrauter Freundschaft und sicherer Zuflucht zu Allah. Die Anrede als meine Diener geht also zumeist an die Diener in ihrer Eigenschaft als Diener, als frohe Botschaft und Liebeswerbung, die die Herzen zur Wohnstätte des Geliebten hinzieht. Allah Ta'ala sagt, diejenigen aber, die die falschen Götter meiden und zu Allah umkehren, für sie ist die frohe Botschaft, verkünde den Dienern frohe Botschaft. Und er sagt, das ist es, womit Allah seine gläubigen Diener erfreut, die Gutes tun. Und Allah wendet sich den Dienern nur in Reue zu, da sie seine Diener sind. Er vergibt ihnen, solange sie Diener sind, die sich ihm unterwerfen. Er sagt in der Surah At-Tauba, wissen sie denn nicht, dass Allah es ist, der die Reue seiner Diener annimmt und die Almosen entgegennimmt und dass Allah der Reue annehmende, der Barmherzige ist? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet von dem Hadith, in dem Allah sagt, Allah der Erhabene sagt, ich bin im Einklang mit der Vorstellung, die mein Diener von mir hat. Und ich bin bei ihm, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner in seinem Inneren gedenkt, gedenke ich ihm in meinem Inneren. Und wenn er meiner in einer Versammlung gedenkt, gedenke ich ihm in einer besseren Versammlung. Und wenn er sich mir um eine Handspanne nähert, nähere ich mich ihm um eine Armlänge. Und nähert er sich mir um eine Armlänge, nähere ich mich ihm um eine Armspannweite. Und wenn er zu mir geht, eile ich ihm entgegen. Der edelste Rang der Knechtschaft, der Ibadah, ist die Liebe. Die Liebe ist der edelste Rang der Dienerschaft. Und sie ist der aufrichtigste Ausdruck des Bekenntnisses La ilaha illallah. Denn sie erhebt den Diener dahin, die Dienerschaft zu erleben. Das heißt, der Diener betritt das Tor der Vertrautheit mit Allah und findet Freude an rechtschaffenen Taten, am Verbeugen und Niederwerfen, wo er seine schöne Demut zu Allah erfährt. Und wie könnte er da Beschwer empfinden bei vollkommener Sehnsucht und Liebe? Denn wenn sich das Herz in eine Richtung neigt, dann findet es keine Beschwernis beim Gehen, sondern Ruhe und Freude, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mein Augentrost wurde mir im Gebet gelegt. Der Ausdruck Augentrost ist eine Metapher für das, worin die Seele Ruhe findet und woran das Herz gefallen hat, vom Liebsten, was der Mensch besitzt. Deshalb sagt Allah Ta'ala, er spricht über Musa und seine Mutter, als er zu ihr zurückgebracht wird als Säugling. Er sagt, damit dein Auge sich kühle, damit du Trost findest, Augentrost findest und du nicht trauerst. Und Allah Ta'ala sagt, und die da sprechen, unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und Nachkommen Augentrost und mache uns für die Gottesfürchtigen zum Vorbild. Ja, der Diener beginnt als Tragender, der die Bürde des Gottesdienstes trägt, bis sich sein Herz öffnet und er als Getragener endet. Und je mehr er sich seinem Herrn demütig nähert,
desto mehr nähert sich ihm sein Herr mit Rechtleitung und Unterstützung. Dementsprechend, Gottesdienst, die Ibadah ist Annäherung und Näherkommen. Die Ibadah ist Liebe und Gefühl. Bist du schon mal an einem unberührten Ort gegangen mit Bäumen, die ihre Zweige von grünen Höhen über blühende Wiesen strecken, mit Bächern frischen Wassers und Wasserfällen, Seen, Fischen und seltsamen Vögeln und verschiedenster Formen und Farben? Bist du dann auf die Höhe zwischen den Bäumen gestiegen und hast in den reinen Raum geschaut? Wehte dir dann nicht ein Hauch entgegen mit wunderbaren Klängen, erfüllt mit einem Duft wie der des Paradieses, der dein Herz mit undeutlicher Schönheit erfüllt? Öffneten sich da nicht deine Lungen weit und schlug deine Brust vor Sehnsucht, den süßen Hauch jenes erquickenden Windes einzusaugen, wie ein durstiger Liebender nach der Vereinigung? Etwas von all dem gleicht der Wonne des Gottesdienstes. Etwas davon gleicht der Annäherung. Wenn man gottesdienstliche Handlungen vollzieht und mit Vereinigung und Huld belohnt wird, du musst nur mit dem Rang, mit dem Bewusstsein des Gewahrseins in den Gottesdienst eintreten, um zu sehen und zu fühlen und den Zustand der Unachtsamkeit von deinen Augen vertreiben, denn er ist der Grund für das Erstarren dieser Handlungen oder für diese unbeseelten Handlungen. Viele Menschen sagen, das sind gewöhnliche Taten. Es sind lediglich Pflichten, mit denen wir uns entlasten, durch deren Ausführung wir uns entlasten. Und sie finden kaum Wonne und Schönheit darin. Das Problem ist nur, dass sie diese Handlungen verrichten, ohne sich durch sie zu nähern, ohne sich anzunähern, ohne dieses Bewusstsein. Allahumma ghfir lana dhunubana wa tajawaz an sayyi'atina wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim.